Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, baut George Soros ein gigantisches Meinungs- und Bildungsimperium auf. Vor allem in Osteuropa und den ehemaligen Sowjetrepubliken kaufte er viele Medienunternehmen, die nun als vorgeblich unabhängige Pressestimmen Soros' Agenda vertreten. So auch das von ihm finanzierte Ukrainian Crisis Media Center, welches die westlichen Leitmedien propagandistisch mit den sogenannten objektiven Fakten zum Ukraine-Konflikt füttert. Soros steht auch hinter dem Project Syndicate, das 430 Zeitungen und Magazine in mehr als 150 Ländern umfasst und eine Gesamtauflage von 70 Millionen Exemplaren erreicht. Der Multimilliardär steuert zudem den privaten Bildungskonzern Laureate Education, der 80 Privatuniversitäten in 28 Ländern betreibt, 64.000 Angestellte beschäftigt und über 1 Million Studenten unterrichtet. Damit übt dieser staatenlose Staatsmann, als den sich George Soros gern selber sieht, einen stark prägenden Einfluss auf die Völker aus.